Und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute einen Shein-Haul-Werbung versus Reality und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Okay, ich habe wieder ein Paket zugeschickt bekommen und als allererstes sehe ich hier Gürtel. Ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Gürteln an. Und da habe ich ein Dreierpack hier bekommen. Aber ich muss echt sagen, ich finde sie so jetzt schon mal ziemlich cool. Pulloverkleidern und dann Overknees. Und da finde ich solche Gürtel immer sehr passend zu. Also das sind hier so kleine, dünnere Gürtel. Ich zeige die euch mal hier vorne in der Kamera. Einmal hier in dieser Schlangenlederoptik, dann in Leoprint und einmal in ganz normal schwarz. Und jeweils mit so einem goldenen... Ja, komme ich jetzt nicht drauf. Jedenfalls mit so einem goldenen Verschluss hier oben. Also die sind one size gewesen. Okay, da muss mir der Roman mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Löcher noch dazu machen. Aber das ist ja immer überhaupt gar kein Problem. Es ist noch ein Gürtel hier und den feiere ich extrem. Ich habe den online gesehen und ich wusste nicht, auf was für ein Material der ist. Und dann dachte ich mir so, ob der mir von der Größe her dann passt, weil ich ja sehr schmal bin. Und der ist angekommen. Alter, ich feiere diesen Gürtel unnormal. Der ist einfach nur geil. So sieht er aus. Und wenn man den dann zumacht, ja, dann hat man hier vorne eben dieses goldene Blättchen. Ich finde, das sieht einfach so schön aus, so edel. Der war auch one size. Und jetzt ist das Geile. Hier, das ist das Bändchen dazu. Und das ist elastisch. Wartet mal. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach hinten. Also so ist die normale Größe. Und ich kann das ziehen. So. Wie geil. Und das passt also einfach echt um jeden Körper drumherum und sieht einfach nur mega geil und mega stylisch aus. Ha! Freue ich mich. Der ist richtig cool und der hat echt nicht viel gekostet. Also sogar besser als in der Werbung. Dann habt ihr in meinem letzten Haul gesehen, da habe ich mir denselben Pullover gekauft in rosa und habe dann unten in die Infobox geschrieben, hey, den gibt es auch in verschiedenen Farben. Weil ich es da selber erst gesehen habe. Und dann habe ich ihn mir jetzt in schwarz nochmal geholt. Das ist dieser Used Pullover in so einem etwas dünneren Stoff. Und genau, der hier so Fransen hat. Sitzt super locker, habe ich genommen in Größe S. Was ich sagen muss, der stinkt extrem. Boah. Also ich glaube, ich habe lange nicht mehr... Da kriege ich gleich Schüttelfrost, ey. Diese Jacke habe ich gesehen und ich habe mich direkt verliebt, weil es an dem Model wirklich geil aussah. Jetzt ist es hier angekommen und ich weiß nicht, ob ich sie ein bisschen... Also die Ärmel sind irgendwie ein bisschen kurz. Naja, also es geht jedenfalls um diese Jacke. Die sieht super cool aus. Fake Fur natürlich. Ich habe den Karton ausgepackt und diese Jacke rausgezogen. Und Romans Gesicht war nicht ganz so erfreut, aber egal. Und jetzt guckt man hier die Ärmel, die sind halt kurz. Ich weiß nicht, ob das stylisch so ist und ob man das heutzutage so trägt. Ich hätte sie gerne ganz lang gehabt. Vielleicht würde die Jacke dann aber auch gleich ganz anders irgendwo wirken. Ich weiß es nicht. Sie fühlt sich gut an und sie ist leicht. Dafür, dass die so schwer, finde ich, aussieht, trägt sie sich ziemlich gut. Ah ja, und weil ich die ganze Zeit in der Kamera schon sehe, dieses Teil habe ich auch von Shein. Ihr seht, es ist ein bisschen durchsichtig, das habe ich aber auch jetzt erst gemerkt. Ich habe Größe S genommen und das sitzt auf jeden Fall tipptopp. Ich dachte, dass es ein bisschen länger ist, weil hier ist jetzt mein Bauchnabel. Ich dachte, dass es bestimmt bis hier gehen wird. Ist es jetzt nicht, aber finde ich eigentlich auch gar nicht schlimm. Mit so einer High-Waisted Jeans sieht das bestimmt mega gut aus. Also ich meine, es gefällt mir so schon ziemlich, ziemlich gut. Und was ich auch schon die ganze Zeit trage, was ihr aber gar nicht seht, ist hier dieser Jogger. Da gibt es auch ein Oberteil zu, das finde ich auch bestimmt noch und dann blende ich euch das Ganze hier natürlich ein. Ziemlich, ziemlich cool, habe ich in S genommen. Gab es, glaube ich, in verschiedenen Farben. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es hier so ein bisschen kurz ist. Also es geht leider nicht bis ganz zu den Knöcheln runter. Wenn ihr da... Ich suche diese Art von Jogger. Wenn ihr wisst, wo es solche gibt, dann bitte schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich will unbedingt sowas haben. Ich vertraue auf euch. Ihr wisst immer eigentlich mehr als ich, deswegen schreibt es unten in die Kommentare und jetzt weiter geht's.
Das ist auch eigentlich ein Wiederholungskauf, nur in einer anderen Farbe mal wieder. Und weil mir das Kleid letztes Mal, was ich genommen hat, das war in hellblau, hier habt ihr ein Foto. Bei dem Foto konnte ich es ganz gut hinten zusammen machen, dass es passend ausgesehen hat. Aber in live war mir das ein bisschen zu groß, weil das hatte ich in M genommen. Weil ich Angst hatte, dass es mir sonst zu kurz ist. Letztendlich war es aber nicht zu kurz, sondern halt einfach zu weit. Und deswegen habe ich das jetzt nochmal in S genommen. Aber in dieser Bordeaux-roten Farbe. Ach, ist das schön. Irgendwie ist im Hause Teller schon der Sommer eingebrochen. Ich rede mit Roman schon sehr oft jetzt über Urlaub, wann wir zusammen weg wollen, wo wir hin wollen. Und irgendwie hat mich das wohl bei meinem Kaufrausch ein bisschen begleitet. Deswegen habe ich noch ein paar Sommersachen hier drinnen. Wie zum Beispiel dieses Punkte-Blümchen-Kleid, was hier vorne so ist und hinten einen riesengroßen Rückenausschnitt scheinbar hat. Ich habe es noch gar nicht angezogen, muss ich sagen. Aber ihr seht es ja jetzt auf jeden Fall. Hier, es könnte ein bisschen knapp werden. Aber es ist ja auch Sommer, ne? Habe ich genommen in der Größe S. Bevor ich es nachher übrigens vergesse, das hier ist ein Hosenkleid. Also es handelt sich hierbei um einen Jumpsuit-Hosenkleid, was aber aussieht wie so ein süßes kleines Kleidchen. Echt perfekt. Das nächste Teil hat auch so eine Art Seidenstoff und da bin ich richtig hyped. Ich liebe es jetzt schon. Das ist trägerlos, also man trägt es off-shoulder und es hat hier einfach diese wunderschönen Rüschen. Größe S, dass das so schön aussieht, das hätte ich nicht gedacht. Wir werden kurzzeitig ein bisschen wieder winterlich. Und zwar habe ich euch ja vorhin gerade gesagt, weswegen habe ich mir diese ganzen Gürtel eigentlich geholt? Wegen den Pulloverkleidern. Und ihr fragt auch immer ganz oft, wo es gute Pulloverkleider gibt. Und da habe ich jetzt eins von Shein eben geholt. Hier in schwarz mit Rollkragen. Also da gab es wirklich, wirklich viele. Und das Coole finde ich jetzt hier, und das sehe ich aber jetzt erst, das habe ich nicht gesehen in der Werbung, dass hier so Taschen sind. Das finde ich richtig chillig. Ich liebe sowas. Genommen in Größe M. Beim nächsten Teil sah es für mich, also so wie ich es jetzt in Erinnerung habe, sah es für mich so aus, als wäre da eigentlich ein Unterteil dabei. Ist es jetzt hier aktuell nicht, was aber kein Problem ist, weil ich zum Glück welche habe. Es ist dieser Body, der zwar echt cool aussieht, also das könnte ich mir ziemlich geil zum Beispiel auf der Glow in Stuttgart oder sowas vorstellen. Aber es ist halt komplett durchsichtig. Ja, das Einzige, was ich jetzt irgendwo seltsam finde, dass genau unter den Achseln jetzt hier nichts ist, aber wahrscheinlich ist das, dass die sich nicht gegenseitig abreiben. Die Steinchen sind auch gut geklebt, soweit ich das jetzt vom ersten Blick beurteilen kann und hier rumzupfe und nichts abgeht. Okay, hierzu muss ich leider sagen, das habe ich natürlich vorher nicht gesehen, man muss wirklich eine High-High-Waisted-Hose anziehen, weil das ist ziemlich hochgeschnitten. Die Arme sind mir leider viel zu kurz und auch hier ist es ein bisschen arg knapp. Also vielleicht eine Größe größer bestellen, obwohl ich dann nicht weiß, ob das hier besser wird. An sich cool. Ich kann mir überlegen, was man dazu anzieht, aber ich habe keine Hose, die mir fast bis unter die Brust geht. Also vielleicht doch ein kleiner Fail. Schade. Ich habe gerade schon gesagt, der Sommer ist bei mir eingebrochen. Es schneit in Köln und ich kaufe Bikinis. Was ist los mit mir, ey? Aber ich fand den so schön. Guckt mal. Der ist doch mega süß. Ich habe S genommen. Vom Umfang her wird der passen, so wie es aussieht. Aber wo ihr immer bei Shein aufpassen müsst, diese Knoten hier vorne kann man nicht aufmachen. Ich meine, bei mir passt das jetzt, ne? Weil meine Brüste werden da reinpassen. Ist immer seltsam, so um was auf YouTube zu sagen. Aber meine Brüste werden hier reinpassen. Wenn ihr jetzt aber schlank seid und eine super große Oberweite habt, dann kauft diese Dinger nicht. Nicht, dass ihr dann sagt, okay, ja, dann kaufe ich eine L, weil dann wird sie von Körbchen her passen und schnür es einfach enger zusammen. Das funktioniert hier nicht. Wo ich mal gucken muss, ist hier, ich habe einen Badeanzug, so heißt das, Badeanzug noch gekauft. Da sind hier auch so Pads innen drin, also da braucht ihr auch keinen Nippelalarm haben. Und der hat einen riesengroßen Rückenausschnitt. Und ich habe schon mal bei Shein einen Badeanzug gekauft und der war mir viel zu klein, deswegen habe ich den jetzt in M genommen. Ich glaube, der ist jetzt zu groß, weil ich natürlich nicht gesehen habe, dass man den verstellen kann. Oh, der sieht arg groß aus. Oh Mann, oh. Ich glaube, das wird nichts. Das wird, glaube ich, nichts. Ziemlich schade. Also bei so Badesachen passt da immer ein bisschen auf. Guckt euch die Bewertungen an, weil man anhand dessen wirklich immer schon mal so ein bisschen was einschätzen kann. Ich habe euch vor geraumer Zeit mal nach Schlafanzügen gefragt.
haltet euch fest, ich habe mega süße Beischäden gesehen. Super, super viele. Ich habe mich jetzt für einen hier mal entschieden. Und zwar in diesem wunderschönen Königsblau. In Größe S hat hier einmal dieses Höschen, was zwar jetzt riesig groß aussieht, aber was eben so ein bisschen high-waisted sein soll. Und dazu gibt es dann hier noch dieses wunderschöne Top. Und jetzt kommen wir zu zwei Sachen. Ich war im Schlangenleder-Optik-Modus. Also den Gürtel habe ich schon in Schlangenleder und jetzt habe ich hier noch zwei Sachen. Die sind richtig, richtig cool. Also, nein, Moment. Die eine Sache ist richtig cool, die andere Sache hätte ich mir anders vorgestellt. Wir fangen mit der, die ich mir anders vorgestellt habe, an und beenden das Video mit der coolen Sache. Ich habe eine Tasche online gesehen und die Tasche sah jetzt nicht XXL-formatmäßig aus, aber sie sah schon größer aus und angekommen ist halt dieser Pups. Also doppelt so groß, ja, vielleicht nicht. Aber also ich dachte schon, dass sie größer ist. Es ist halt jetzt eine sehr, sehr kleine Klatsch. Aber sie ist schön. Da kann ich nicht meckern. Sie sieht wirklich gut aus. So, wie macht man die jetzt wieder zu? So rum. Ja gut, was ich auf jeden Fall sagen kann, klauen kann aus dieser Tasche niemand was, weil das merkt man auf jeden Fall, wenn da jemand rumhantiert, dass man die echt ganz süß kombinieren kann und einfach so dem Outfit nochmal das gewisse Extra gibt. Lasst euch nicht beirren bei Shein. Sieht manchmal manches bisschen größer aus und dann wird man überrascht. Kann man jetzt auch zweideutig sehen. Okay, Themawechsel. Und zwar zu Schuhen, die ich auch in Schlangenlederoptik geholt habe. Und die Form ist geil. Die Form ist mega, mega geil. Sehen die nicht chillig aus? Die gab es in ganz vielen verschiedenen Mustern. Ich habe ähnliche Schuhe schon bei About You mir geholt. Also von der Form her dieselben. Allerdings waren die natürlich ein bisschen teurer. In Schwarz und in Chrom habe ich da welche. Da könnt ihr gerne bei meinem anderen Video mal vorbeischauen. Und daher weiß ich, wie sich die teureren Schuhe halt anfühlen. Das hier ist billig. Das ist absolut billig und keine Bombenqualität. Die Schuhzunge hier, das ist, als wäre das Papier. Ja, das ist irgendwie Papier. Ich weiß auch nicht. Die sind auch nicht warm. Also da brauchen wir überhaupt nicht reden. Aber cool. Punkt. Ich freue mich trotzdem, dass ich diese Schuhe jetzt bei mir im Schrank habe und mal gucken, was da so für Fotos mit fabriziert werden. Ich habe ja jetzt auf jeden Fall genug wieder, um neue Sachen abzufotografieren. Deswegen schaut sehr gerne bei mir bei Instagram vorbei. Lasst diesem Kanal ein Abo da und gerne dem Video einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Und ich freue mich. Bis dann. Tschüss.